Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Mikesh spielt immer noch herrliche Musik fürs Baby. Und Babys sind inzwischen eingeschlafen. Unser kleiner Mio. Unser Alien-Baby. Oh. Da müssen wir aber schon ein ziemlich futuristisches Kinderzimmer einrichten. Später irgendwann mal. Ich meine, er wird ja wissen, dass er ein Alien ist. Alleine deswegen, weil er dann einfach wahrscheinlich anders aussehen wird. Oder muss man ihm das beibringen? Muss man ihm sagen, Kind! Ja? Du bist ein Außerirdischer. Oh. Deswegen esse ich so gerne Schnecken. Nein, das hast du von deinem Vater. Hä? Ja, ich esse auch gerne Schnecken. Die Franzosen lieben Schnecken. Oh. Okay, da wird weiter Klimper-Klimper gemacht und Thorsten verdient dann Geld für die Familie. Schon wieder dieses Bild. Das ist aber dann kein Original mehr, wenn du das immer wieder malst. Oh mein Gott, das Moodlet hier. Also glücklicher kann Thorsten gar nicht mehr sein. Vor allen Dingen, weil er letzte Nacht, also Mika schon eher, sie hatten Bing Bing. Ja, ich bin erwachsen, ich darf das beim Namen nennen. Ich sag Bing Bing. Ja? Sehr schön. Gleich mal verkaufen. Wundervoll. Wie wäre es denn mit einem abstrakten Gemälde? Hatten wir auch schon lange nicht mehr, hm? Klingt doch nach Spaß. Was macht Yuki gerade? Sitzt mit Leo auf unserem brandneuen, schönen Sofa. Ich finde das Sofa so toll. Oh, Schatz, ich liebe dich. Du bist voll die Rakete, Baby. Danke. Ich habe schon wieder diesen Juckreiz von diesem blöden Feuerblatt. Okay, jetzt gucke ich nach. Chrome. So. Feuerblatt. Pflanze Sims 4. Gartenabteilung. Gucken. Geh, Feuerblatt. Diese Pflanze trägt ihren Namen aufgrund ihrer dunkelroten, getönten Blätter. Wird in folgenden Kräuterheilmitteln verwendet: Herbizid, Naturöl, Wutsenksalbe. Wildes Feuerblatt wächst in Bänder, falls der Kräuter mindert, müsst ihr es erst bestimmen, bevor ihr es benutzen könnt. Da steht aber nicht, was man jetzt gegen den Aua machen kann. Es ist Giftfeuerblatt. Diese berüchtigte Pflanze versucht immer stärkeren Juckreiz, je länger man ihr ausgesetzt ist. Wird in folgenden Heilmitteln verwendet: Energieinfusion, Feuerblattextrakt. Braucht man aber also auch als Heilpflanze. Die Morchel braucht man auch dafür. Voll in mein Herz, Baby. Schatz, sag das nie wieder. Das ist der totale Abtörner. Okay, Boobies. Hab ich mal gehört auf CDs. So ein Lied von Kane West, weißt du? Schatz, das ist unsexuell, wenn du dich die ganze Zeit am Arsch kratzt. Wobei, mach das nochmal. Vielleicht turnst du mich ja doch an. Ich mag keine Sandwiches. Was macht der Typ da unten? Ist das hier sowas wie Germany's Next Topmodel oder DSDS Super Talent sucht den Arsch? Keine Ahnung, wie das alles heißt. Oh, die Flatterman-Show. Hallo, meine heutigen Gäste sind scheiße und blöd. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie meinen Namen kennen. Toll! Ja, Mann, ich weiß alles, denn ich bin der Showmaster. Sagen Sie, waren Sie heute schon auf dem Klo, so wie Sie heißen? Hoffentlich schon. Ich bin blöd. Moment, wenn die scheiße ist. Ja, genau, dann sind Sie der Blöde. Ich bin scheiße. Ja, aber so richtig, unten durch. Boah, die Sendung war voll gut. Ist ja fast wie bei TV Total. Fast genauso niveauvoll. Was denn hier? Jetzt steht hier schon wieder das Essen rum. Das ist schon wieder bald einfach gammeln, wenn das so weitergeht. Wie wär's denn mal mit Mittagessen kochen? Camper-Eintopf, Chili, Tacos, Würstchen, Bohnen, Knoblauchnudeln, Gemüse. Mandelmakronen, frittiertes Gemüse, Hähnchen, Saltimbocca. Oh, Krabbencocktail. Spinat frittata. Lachs in der Kräuterkruste. Hunger. Das könnt ihr doch nicht machen, während ich nichts essen darf. Verordnung vom Arzt. Ich nehme dafür wenigstens kontinuierlich ab. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe vorhin wieder mehr gewogen. Ach, ist ja auch egal. Pasta primavera. Was machen wir denn mal? Wer ist mit Hähnchensalz im Bocker? Familiengröße. Für Portion. Perfekt. Was kann man denn gegen dieses Juckreiz-Gedöns machen wegen Feuerblattpflanze? Ich glaube, wir haben auch genügend Feuerblatt für die nächsten 500 Jahre, oder? Ja.
Das reicht. Wir könnten die wahrscheinlich einfach auch mal... Das ist das Giftfeuerblatt, die ist böse. Also wenn wir aber jetzt Kräuterheilmittel brauchen wollten, wir können ja einfach mal unser Kräuterheilmittel-Level verbessern. Was macht Leoda? Erschrecken. Nein. Nein, Leo, nein. Nur weil du jetzt verspielt bist. Du kleiner Schelm. Campen wäre auch mal wieder super. Wenn das Alien-Baby größer ist, fahren wir auf jeden Fall mal wieder campen. Mhm. Ja, Leo, was musst du denn arbeitstechnisch machen? Heute gar nichts. Dann kannst du mal trainieren. Das ist nämlich gut für deine Arbeit. Wer hat den denn reingelassen? Oh. Hallo, ist meine Tochter hier? Nein. Laufen ohne Schweiß. Was macht Thorsten da? Will mit Yuki labern. Die backt gerade aus den Fernseher kaputt gemacht. Ist dein Geschicklichkeitslevel hoch genug, um den zu reparieren? Stufe 4. Oh Mann, der ist ultra mega teuer gewesen. Stufe 4. Oh. Stufe 3. Mikesh? Zufällig? Stufe 1. Sarah vielleicht? Okay, Thorsten. Du wirst jetzt versuchen, den Fernseher zu reparieren. Ne, so kann er sich wenigstens keinen Stromschlag holen, weil er an der Platine draußen rumschraubt. Oh, der Fernseher ist kaputt. Hallo, alter Sack. Das ist nicht unsere Haustür. Das ist nicht unsere Haustür! Das ist unsere Haustür. Ups. Voll gut. Ich glaube, wir haben jetzt hier ihn gefangen oder sowas, weil er jetzt hier nie wieder weg kann. Können wir das irgendwie bitten zu gehen? Ist gut jetzt? Baby ist schon völlig fertig mit den Nerven. Hör auf zu geigen. Lass das. Nimm die doch wieder mit. Das verstehe ich nicht. Oh, immerhin, da ist jemand müde. Oh, du hast das tatsächlich repariert. Seit wann kannst du denn sowas wegwerfen? Ich brauche die Teile nicht. Können Sie bitte gehen? Wir haben leider keine Zeit für Sie, ja? Oh, das ist aber auch nicht übel. Trotzdem verkaufen wir das mal. Wie geht der denn, wenn er im Haus gefangen ist? Geh einfach. Ja, wieso hat Yuki jetzt erst die Kräuterheilkunde-Fähigkeit erlangt? Die hatten wir doch schon mal. Oh, richtig. Ich hatte den Spielstand ja mal geladen, nachdem das Add-on nicht installiert war, um das andere Add-on zu testen. Was für eine Stufe hatten wir dann da? Stufe 2, oder? Ich glaube, wir hatten Stufe 2. Ich meine, es wäre Stufe 2 gewesen. Gott, wie heißt denn das auf Englisch? Get to work, outdoor, herbalism stats. Okay, dann maximieren wir den mal. Also nicht maximieren wir den nicht, sondern packen den mal auf Stufe 3 oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas in dem Dreh war das. War das jetzt richtig? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Stats set, herbalism 3? Ich mache irgendwas falsch. Warte. Testing Sheets. So, warte. Ja! Toll, Hautbalsam und so. Leoli, Hautbalsam. Deo-Creme, mach mal Deo-Creme. Und wir haben Entchen, oder? Baby geht schlecht, Mayday! Baby geht schlecht. Du musst dich schon kümmern um Baby. Ach, das macht Mika schon. Oh, Mika ist ein... Ich bin eine gute Mama. Ich gebe dir jetzt Fläschchen. Warte, ich hab natürlich vergessen, dass du natürlich hier, ne, haben willst, was zu trinken. Tut mir leid, da. Ja, bist du eine feine kleine Baby? Schmeckt dir das Fläschchen, auch wenn Mama dir Papier... Jetzt bezeichne ich mich schon selbst als Mama. Mon Dieu. Hoffentlich strichst du meinen Bart. Dein Papa hat nämlich nicht so einen tollen Bartwuchs wie ich. Ich gebe gleich Unvermütigkeit, nur weil ich die ganze Nacht war im Krankenhaus. Wie wär's denn hier mit ein Gericht nehmen? Oh, die reden ja gerade über was Unanständiges. Sie ist ja auch halb nackt hier. Dann platzen wir da einfach mal rein.
Hier, wir können ein Gericht nehmen. Alle mal was essen hier. Nee, Thorsten hat eigentlich schon genug gefuttert. Yuki will auch noch mal zum Baby. Flasche füttern, das war's wohl irgendwie nicht. Irgendwie passt das nicht. Hat er keine Lust dazu. Nee, Baby will irgendwas anderes. Baby hat schmutzige Windeln. Kümmer dich um Baby, Papa, kümmer dich um Baby. Geht doch. Yuki hat auch sofort ihre Mutterinstinkte gleich sofort so... Alarma, Alarma! So, wir haben jetzt also ein Baby hier bei uns, ja? Das ist ja unglaublich. Oh, das scheint nicht so gut zu schmecken. Naja, sie hat es ja auch das erste Mal gekocht. Dann schmeißen wir das wieder weg. Ich finde es schön, dass Sims, nur weil sie ein hohes Level haben, in der Kochfähigkeit nicht gleich total top sind. Wieso gehst du jetzt schlafen? So spät ist es noch nicht. Sollst du ein Kräuterheilmittel brauchen? Los, mach eine Deo-Creme. Was haben wir hier? Deo-Creme und insektenabweisendes Mittel. Finde ich super. Mach noch mehr. Was brauchen wir hier, um noch mehr zu machen? Da brauchen wir Glühwürmchen und Heuschrecken. Naja, aber ich denke mal, so kann ihr Level auch steigen, wenn sie da ein bisschen mehr kocht. Das können wir nicht mehr, da brauchen wir Petersilie für. Wissen? Wo? Was? Strike-Mortar vorbeikommen und abhängen. Ja, warum nicht? Juhu, das schmeckt nicht. Okay, dann können wir mal mit dem Strike-Water vielleicht wieder ein bisschen flirten. Okay, dafür muss sie vorher aufs Klo. Oh, Moe war da und wir haben sie ignoriert. Das kann passieren. Hier. Einmal anbaggern und so. Ein bisschen kennenlernen. Wobei wir festgestellt haben, dass Salento Strike-Water anscheinend eine Freundin hat. Könnte eine große Enttäuschung werden. Und Leo, wie geht's bei dir mit seiner Mixfähigkeit? Die scheint ja hier bald zu maximieren. Verstehst du, weil wegen mir. Oh, egal. Er sollte vielleicht lieber als Barmixer arbeiten. Fitness, Stufe 10, Geschicklichkeit. Na, Mixen, Stufe 4 erst. Wie weit bist du überhaupt Tanzgruppenleiter? Was ist denn das über für ein Level? Stufe 4. Sportlerfähigkeit. Oh, ich habe gedacht, ich trinke jetzt mal voll den Drink hier und so. Was ist denn das überhaupt? Du gibst die ganze Zeit lang Geld dafür aus. Hallo, na, wie geht's dir in so um? Alles cool? Ich habe vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Ich bin der ehrgeizige Typ. Mhm. Ja. Ich hätte jetzt gerne einen Kaffee. Jo, wir können uns gerne hier zusammen hinsetzen, ne? Ich bin der Alento Strikewater. Hallo. Was wird das jetzt? Ah, das war am Rumscherzen, verstehe. Könnt ihr mal ein bisschen über eure Hobbys reden? Kennenlernen, Kane West, und er redet mit ihr über ins Bett gehen und jetzt über die Dinosaurier, und das hat bestimmt alles miteinander zu tun. Thorsten guckt Fernsehen. Thorsten, Papa, wir brauchen noch mehr Geld. Wie wär's mit einem impressionistischen Gemälde? Oh, er hat den Fernseher ausgeschaltet. Thanks goodness. Mika schläft, war vollkommen fertig. Wegen Baby kann ich ja... Ach, du liebes Bisschen. Nur ein Nickerchen. Reicht das? Meinst du, das reicht? Yuki schläft auch. Auch vollkommen fertig. Was will sie machen? Aktuellen Kanal schauen. Nee. Thorsten malt. Leo zockt. Sogar an seinem eigenen Computer. Da ist ja noch ein Osterei. Leo, du kannst mal wieder deinen Busch schneiden. Guck dir den mal an, ey. Total verwuchert. Das geht ja mal gar nicht. Aber Männer wie ich sind halt nur mal haarig und das hat doch einen gewissen Sexappeal. Nicht den Busch. Den da hinter dir. Ach so... Da kannst du mal die Überwucherung trimmen. Yuki mag mich so, wie ich bin. Ja, ist gut. Haben wir verstanden. Keine näheren Details, bitte. Na, nicht kaputt, Schnipsel. Oh, das wird wieder dieses Nachtgemälde, oder? Diese Spiegelung im Wasser und so. Was will er hier machen? Mieke knudeln, das kann ich verstehen. Soybi? Der Fernseher hier ist kaputt. Großartig. Oh, die beiden verstehen sich. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie ich gesprochen habe. Wollen Sie mal meine Unterwäsche sehen? Oh, die ist nicht so haarig wie der Kerl da drüben. Ich rasiere mich im ganzen Körper. Ja, was das mit Clowns zu tun hat, weiß ich nicht. Hallo. Mein Name ist Alento. Ich habe eine komische Stimme. Immer ist sie anders. Muss einfach mal merken. Alento. Wenn ich immer sage Alento, dann merke ich mir auch, dass ich ihn immer so rede.
Hey, ich mache auch bei dir zu Hause sauber, Baby. Kann ich dir verraten? Wenn ich an deine Boobies darf, dann gehe ich auch putzen. Sag mal, sind sie verrückt? Nicht so direkt anzubaggern? Ja, der Kerl hat's voll drauf, was? Deswegen ist er mein Homie. Das habe ich mit Yuki auch gemacht. Was, sie gehen also immer so direkt dran? Ja, das ist normal heutzutage. Sie als Schriftstellerin sollten das wissen. Also ich kann jetzt eher einen Urlaub vertragen. Die sind alle überarbeitet, ey. Wahnsinn, wir müssen aber, damit wir verreisen können, viel mehr Geld verdienen. Viel mehr Geld verdienen. Und sie sollte Buch schreiben, ne? Buch schreiben, Buch schreiben. Dann lassen wir das jetzt mal mit dem Alento da am Rumshakern. Schreib mal nochmal ein Buch. Auswahl. Das können wir dann vielleicht auch, was soll ich sagen, verkaufen. Genrebuch schreiben. Kinderbuch. Da, los, auf! Den Witz bei deiner Unterwäsche, ne? Ja, hast du aber schon neulich bei der Alten gebracht im Club, habe ich genau gehört. Ja, ich weiß. Zieht immer wieder. Warum ist die jetzt abgezogen? Ja, weil du Müll laberst. Das ist nicht so ein Bimbo wie die anderen Weiber, die du immer alle kennst. Ja, genau wie meine Yuki ist aus dem Steilatzer. Guck mal, ja, hallo. Dann flick, seht ihr, dann flick auf das Buch. Booty. Name des Buchs. Hilfe, ich bin ein Alien. Sollten sie eines Nachts entführt werden, eventuell von einer fliegenden Untertasse, dann achten Sie auf Ihren... Schreibt man das dann alles groß? Achten Sie auf Ihren Nachwuchs. Ich will, dass es professionell aussieht. Das macht man nur in Dokumenten und Urkunden und auch das muss man nicht. Da, also damals, und ihr Großschreiber müsste ich einfach besser aus. Achten Sie auf Ihren Nachwuchs. Er könnte spitze Ohren. Nein, er könnte. Punkt, Punkt, Punkt. So, das passt schon. So, Hilfe, ich bin ein Alien. Ach, gepupt. Finde ich gut. Alter, der Blick, ne? Der Blick von Leo auf das. Das Alter ist ja total geil, Mann. Ja, die habe ich aufgerissen in der Disco, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo ich. Schatz, wo habe ich dich kennengelernt? Das weißt du nicht? Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Die Zuschauer wissen das bestimmt. Welche Zuschauer? Wovon redet ihr? Hey, seitdem du weggezogen bist, ist ja alles anders. Hallo? Dann geh einfach weg. Ich habe ein neues Auto. Warum setzt du dich draußen hin und isst? Das verstehe ich alles nicht. Hallo, ich habe mir Hähnchen geholt. Oh, danke für die Info. Wäre ich nie drauf gekommen, wo du einen Teller mit Hähnchen trägst. Warum esst ihr nicht am Esstisch? Das war jetzt die neue Haustür, genau. Als solche festgelegt und so. Ja, ich hole mir dann mal das Getränk da, ne? Geiler Arsch. So, Leo isst auch noch mal was. Wir haben den Herd kaputt gemacht. Da muss der Thorsten mal rein. Thorsten, du musst mal reparieren gehen überall. Guck mal, ist alles kaputt. Geh mal reparieren. Du bist der Mann im Haus. Du hast das Baby gekriegt. Reparieren. Stereotyp. Ja, ich weiß. Lasst mich in Ruhe. Ohne ein bisschen Stereotyp ist das Leben auch doch nur halb so lustig. Na toll, wird denn hier wieder ein Herd kaputt gekocht? Yuki natürlich. Kann sie ja dann zu Ende kochen, ne? Hier, das kann man nur aufräumen. Moment. Du kannst das zu Ende. Was willst du denn machen? Garten pflegen. Ja. Freiwillig Garten pflegen finde ich richtig nice. Beim Giftfeuerblatt bin ich mir ein bisschen unsicher. Den werde ich erstmal ins Inventar platzieren. Das ist ja normale Feuerblatt. Garten pflegen. Alles ernten. So. Baby geht schon wieder schlecht. Geht irgendjemand schon zu Baby? Geht jemand zu Baby? Geht jemand zu Baby? Jemand geht zu Baby? Kümmer dich um Baby, Mama. Mama macht Baby. Musst du dich um Baby kümmern? Was geht mit Baby? Fläschchen. Und ein bisschen angurren. Ach, mein Gott, da schreit es neben mir. Ich hab gerade geschlafen. Ah, das ist dieses kleine Wratzi-Putzi. Guck mal, der kommt Fläschchen. Ach, der trinkt aber ordentlich einen weg. Was für unser Leo? Ist besser? Fühlt sich gut? Du bist ein süßes, kleines Knupsi-Paketchen. Okay, das war nicht so witzig. Retten wir ein bisschen. Willst du ein bisschen hüpfen?
Du kleine Nachteule, immer wach. Wie süß ist der kleine Franzi, bist du? So, dann hier, Kindchen, hüpf. Ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen. So, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich auf die Toilette. Ja, verwenden nennt sich das. Sehr gut. Also Thorsten können wir jetzt auch wieder seine komischen Händchen halten. Der muss aber gerade jemand aufs Klo. Thorsten könnten wir seine, er könnte mal Anmachsprüche üben, sich selbst motivieren, Geschichten erzählen, Aussehen ändern. Wir könnten mal die Schwangerschaftsumstandskleidung wieder ablegen. Also in Anführungsstrichen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Aber das machen wir das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Sims 4. Ach, herrlich. Was für ein verrückter Alltag.